Junge, Junge. Lass schnell umziehen. Wenn jetzt stürmen, Bruder, dann wenn ich jetzt hier rauskomme, Digga, und hier full ist, dann raste ich aus, ne? Lass das schnell machen, okay? Ja, mach schnell, ne? Yeah. Oh mein Gott. Wow. Ihr müsst aufpassen, ne? FIB ist komplett vorne jetzt bei der LCN. Die waren eben bei uns am Anwesen. Was? Bruder, Bruder, lass sie weg, Digga. Die sind vorne beim Parkplatz. Okay, ich zieh ab. Bei der LCN. Ein wunderschön. Rechts. Jetzt bitte vom Fahrzeug weg. Das sind zu viele, das sind zu viele. Oh, sorry. Ja, nicht abhauen, ja, nicht abhauen. Stehen bleiben. Nicht abhauen, also das machen wir ja nicht, keine linken Dinger, ne? Also sie werden gesucht wegen Besitz einer illegalen Waffe und oder Munition, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Mord. Gut, ich warte auf einen Anruf. Wenn nicht, werde ich mir holen. Dann, schönen Haftaufenthalt und erfolgreiche Resozialisierung, ne? Aufpassen, Jamal, hau rein. Ja, hau rein. Was geht? Was geht denn? Was mit dir passiert? Unschuldig, ja? Hey! Hallo! Na? Haben wir mal ein paar Minütchen? Ja, wir können ruhig wieder starten, wenn die dabei ist. Ne, wenn irgendjemand kommt, schick die einmal weg. Okay. Also, eine Sache gebe ich zu. Ich wusste, dass ihr meinen Arsch wolltet. Ich wusste es. Ich weiß. Das wusste ich auch. Dass du dich wahrscheinlich da befindest auf deinem Anwesen, wusste ich auch. Woher? Alter, das ist dein Anwesen. Das ist kein Geheimnis, dass man vielleicht mal da guckt, wo die Leute wohnen. Das war so ein Glück, dass ihr mich erwischt. Aber nächste Frage, was habe ich denn gemacht? Du hattest deine Akte, keine Ahnung warum, aber du hattest die Akte halt. Du weißt es nicht, kann ich nicht sagen. Okay, aber jetzt no joke, ich weiß, ich will nicht umgebracht haben. Ich habe niemanden umgebracht, ich bin normaler Bürger. Kann ich dir nicht sagen. Aber ist auch nicht schlimm. Ich sah dich heute in einer großen Versammlung mit Marabund da stehen und spätestens da hätten die dich vernünftig informiert, mal anrufen können, ja. Hier, ey, Cunningham, ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll, aber ich komme zum PD, wir klären das. Dann hätten wir das lernen können, aber wenn wir dich holen müssen, musst du verstehen, dass wir dann, ne? Kann ich natürlich. Pech gehabt, verstehe. Aber ich werde jetzt andere Maßnahmen ergreifen. Ich werde jetzt bei der Regierung anklopfen, gell? Okay. Ja. Wegen was? Ich möchte ins Parlament. Ins Parlament? Mit meinem Drogengeld. Ja, ich bin doch aktuell Mitglied bei der Brigada. Naja, aber Sony, denk dran, ne? Ja. Meine Freunde, ne, mit Vorsicht behandeln, ne? Sonst rück ich aus. Und du weißt, wenn ich ausrücke, dann rück ich nicht alleine aus. Weißt du? Mit 60 Mann. Ich gehe auch nicht gerne in den Knien. Na doch, manchmal bin ich gerne hier, manchmal aber. Aber es ist manchmal auch kaum Kummer, wenn man ne, so ein nettes Gespräch wie jetzt hat, ne? Gut, klar, gleich muss ich ein bisschen allein lassen, dann fahre ich noch ein bisschen weiter, ja. Und das wird dich vielleicht langweilig, außer du hast einen netten Gesprächspartner. Aber mein Gott, ich stehe auch manchmal 2 Stunden im Akku rum und quatsch mit jemandem. Denke, man kann auch hier durchaus mal, ne? Auf jeden Unterhaltung etc. Na klar, ich werde sowieso dann rumlaufen und schauen, ob ich jemand bestechen kann wegen dem Funkgerät. Also da habe ich auch was. Nein, Spaß, war ein Witz, ne? So, das kannst du machen, ich fange mich wieder ein, sag ich dir. Glaub mir. Wenn du rauskommst, ich fange dich wieder an. Ich bin der Erste, dem du wieder ins Gesicht guckst, wenn du Handschellen hast. Glaub mir, ich werde von Tag zu Tag meine, wie sagt man? Besser. Ich werde immer besser. Mein Spinnensinn wird sich verfeinern und verschärfen. Ihr werdet mich irgendwann nie wieder kriegen. Glaub. Wir haben Mittel, davon träumst du uns. Glaub mir, ihr werdet mich nicht heute... Das wir haben Mittel, davon träumst du. Selbst wenn du kein Handy hast, finden die dich. Glück. Sag ich dir so schon mal. Was? Selbst wenn du kein Handy hast, finden die dich. Mich haben die gefunden. Ich hatte kein Handy die ganze Zeit nicht. Ich ausgebrochen bin. Dann bewege ich mich in der Luft und jetzt? Irgendwann bist du auf dem Boden. Nee, irgendwann muss auch du mal tanken. Nein, weil dann schicke ich meine Soldaten los und die werden ausschwemmen. Die werden ausschwemmen und dann wird es brennen. Und, aber ich habe auch, ich hab auch Soldaten, nennt sich Yosami, die kann sogar mit Panzer kommen. Aber ihr seid dazu verpflichtet, euch dem Gesetz zu beugen. Ich nicht, ich komme mal schön. Aber auch das mit dem Gesetz kommen wir manchmal ziemlich weit blocken. Aber eine Sache ist Fakt, wenn ich wieder gesucht werde, und ich werde es rausfinden, wenn ich gesucht werde, und ich mein Handy weglege und gefunden werde, dann weiß ich, dass ich eine Wanze im Arsch habe, ne? Und dann werde ich mal... Haben wir dir auch hier bei den Inhaftierungen einen Chip gespritzt. Wenn das der Fall ist, dann werde ich aber einlaufen, glaub mir. Dann wird Weiße Haus schwarz, glaub mir. Dann wird Weiße Haus schwarz. Ich würde also, ganz kurz, seid trotzdem positiv. Was du hier sagst, weil ich weiß, ne, ich darf nicht alles. Okay, vergessen wir das, was ich gesagt habe. Genau, das Weiße Haus werden wir pink. Oh, aber per Lackierer, ne? Natürlich, ich bin Meister Mechaniker. Du bist Meister Mechaniker. Dann haben wir das ja auch geklärt. Okay. Aber wie gesagt, wundern Sie sich nicht, wenn Sie meine Fresse davor sehen. Am Weißen Haus. Mein Sohn ist Justizminister, ne? Der könnte vielleicht sowas analysieren. Ja, früher oder später klopfe ich an, es kommt jetzt. Ich kann mal meinen Sohn fragen, aber kannst du ihm im Knast landen und sagen, du willst ein Praktikum als Staatsanwalt? Wir lassen Zeit vergehen und ich werde mich als Vorzeigebürger zeigen. Das ist kein Problem. Wenn du das machst, also ich bin der Erste, der sich dafür einsetzt. Okay. Ich habe heute hier 3 Handys verkauft für 1.000. Hast du noch eins? Ich will auch ein Handy. Ne, leider nicht. Ne, gut. Also Sonny, ne? Wie gesagt, ein bisschen aufpassen müsst ihr hier schon, ne? Trotzdem, du kennst mich und du weißt, dass ich immer schnell mal was habe, wenn ich es brauche, ne? Und auch von hier von mir aus meine Geschäfte machen, meine normalen Geschäfte, ne? Schau noch, ne? Ja, klar, natürlich. Ich schaff's auch noch, mir meinen eigenen Knast bauen zu lassen. Natürlich, das glaube ich dir aufs Wort. Okay, alles klar, gell? Ja, mach's gut. Schönen Abend. Denk vielleicht mal drüber nach, was ich gesagt habe, wegen, ne? Deinen Leuten so ein bisschen. Ich gebe mein Bestes. Danke, gell? Mach's gut. Dann, ne? Dir noch einen schönen Abend halt hier.
ich dachte, du bist allein hier. Ich habe jetzt nur ein Handy und Funkgerät, wa? Einen wunderschönen guten Abend, die Kannenkameraden. Ich guten Abend. Möchte nette Grüße aus dem Knast weitergeben und ich möchte nur sagen, mir geht es gut. Wie immer natürlich Funkgerät und Handy hier. Ja? Wie geht's euch? Ey, Sonny. Der will jetzt irgendwie in der Heliklone. Wunderbar. Schweißgerät. Oder wir machen gerade alles, Digga. Okay. Ehrlich sogar. Okay, Schweißgerät ist auch hier drin, Digga, aber. Bruder, okay. Ich komm aus der Luft, ja? Okay. Ey, hör mal zu, Bruder. Pass auf, dass du dich erwischt wirst, Digga, weil ich muss. Nach 11 Monate, sonst das bei mir nicht. Erreichen, Bruder, damit alles. Ja, ich weiß planen nicht. Können, wo du hinlaufen musst, Digga, beim Heli. Okay, wir müssen 3 Kameraden mitnehmen. Oh. Okay. Och, bin ich erschrocken, Digga. Marcel Alter. Wird gerade eingeknastet. Oh, was hat der Kamerad denn angestellt? 105 Monate wegen ach. Wettrennen auf der Straße. Was? Wir müssen die Stadt sprengen, Leute. Ich schwör's dir, warte. So kennt man den Sony, Digga. Mit Langwaffe oder ohne Langwaffe? Digga, mit T4? Aber ey, Opa, komm mit, Digga. Ich hab ja immerhin Hubs, hab ich genug Knete auf Hand, ne? Und na, Bruder, nein. Komm mal her jetzt, wenn ich dir Geld geben will, nimm das Geld, Digga. Ich nehm dir jetzt. Bruder, ich. Auch wenn es nur 50.000 sind. Alter, Bruder, nicht, dass ich da. Ey, oh. Einfach mal so. Du hast überhaupt so viel Geld dabei. Ich hab im Knast immer Geld, Digga. Alter, oh. Bruder. Danke, Sunny. Marcel, was geht? Hat sich auch erwischt. Ja, ne, ich wollte dich mal besuchen kommen. Ja, moin, servus. Chill mal nicht hier. Servus, ja. Ey, was geht bei euch, Jungs? Ihr seid nie reingekommen. Ja, wir wollen dich alle besuchen kommen. Jungs, ich hab keine Papiere, aber ich kann keine Autogramme geben, ja? Sorry, nein, Spaß. Ey, Jungs, warum nicht? Wie wollen wir raus, Digga, ja? Ich will auch raus hier. Ja, Opa. Ja? Wer ist die Dame? Ja, die kann uns verpetzen. Hey. Kommt doch Heli, oder? Nee, die ja, ihr könnt Jungs, ihr seid geht ins Gebüsch, Digga. Wollt ihr Telefon? Ihr habt den ja, Pistole, ne? Ja, gib mal. Schweißgerät. Nee, Waffe, gib mal. Gib den Sonny. Mal Telefon. Gib Sonny die Waffe, ja, Mann. Ich geb dir Knete, wie viel, was? 10.000 oder so, 20. Wie Geld? Pack mal deine Dings. Sonny hat immer. Ein wahrer Verbrecher hat immer alles dabei, Digga. Was geht, Marcel? Was? Hast du Wettrennen gemacht, hä? Ich hab's im Funk mitbekommen. Ja. Waren wir schon bei der Kurve heute? Nein. Aber die haben doch M-Rack gestern weggeknattelt. Was? Boah, da war ich sogar dabei, ja. Die haben M-Rack auf dem gewissen. Die eigentlich, dass wir uns heute treffen. Die Grove? Hat die Leadership weitergegeben. Naja. Rang 8. Scheiße. Ja? Nee, redet von uns. Super, sei mal gleich erreichbar, Bruder, beim Telefon, okay? Okay. In der Ecke, wo du telefonieren kannst, okay? Halt. Okay, Moment, ich muss in der Ecke, wo ich telefonieren kann. Moment. Bravin. Guck mal mit. Oder bei mir ist Funk tot. Komm mal mit. Das war hoch, oder? Ach ja, Ölaugen. Okay. Yo! Ich bring dich kurz auf den aktuellen Stand. Ja. Wir haben aufgebrochen, Bruder. Oben steht ein Heli. Wir brauchen einen fucking Typ, der Pflaster kleben kann, ja? Pflaster? Da ist einer auf dem Parkplatz. Der Medic ist alleine auf dem Parkplatz hier. Ey, wir kommen gleich raus, Opa, ja? Nein, nicht dahinter und der große Parkplatz. Das Marcel, wir sind gleich raus. Schick denjenigen einfach Standort per SMS, dass der nicht im Knast rumsuchen muss. Ey, Digga, ich schick dir jetzt Standort per SMS, wo ich genau bin, okay? Okay. Und dort machen wir Treffpunkt, okay? Nee, alles gut. Ausbruchkommando ist schon unterwegs. Ganze Insel unterwegs. Selbstmordkommando? Eriku, sag sowas nicht. Nö. Ausbruchkommando, auf entspannt und ganz normal. Ja. Ich bin jetzt im Knast fast schon besser als draußen, aber trotzdem möchte ich raus. Ich bin auch gleich draußen, wir sehen uns gleich. Jo, weißt du, wer dich festgenommen hat, dann lass dich da mal ficken gehen. Mich hat gefühlt der ganze Staat festgenommen. Ich habe eine Eskorte bekommen, wie der Präsident keine bekommt. Also ich habe keine Ahnung. Alle. Ja, Sonny, dann wissen wir, was wir heute auch vorhaben, ne? Das würde ich, mache ich sowieso noch. Ich habe auch schon gesagt, ich mache das Schwarze Haus weiß. Weiße Haus schwarz. Die haben wohl schon Heli oder was? Ja, die haben alles. Sonny, dann wieder 74068, ja? Nein, Häftlinge gehen immer vor. Hallo? Sonny? Ja? Bist du schon aus dem Knast? Na, negativ, aber gleich. Gleich, okay. Alles klar. Ja, Mann. Mit Heli oder was? Das Ausbruchkommando, keine Ahnung, was die da haben. Ich glaube Heli, ja? Okay, alles klar. Ja, Mann. Alles klar. Franz, bist du's oder was? Nee, ich heiße Simon. Also Simon, okay, alles klar, ja? Gut. Timo. Ich bin 187. Ach ja, okay, Digga, ja? Ja, die Jungs, viele sind hier, danke auf jeden Fall, ja? Ja, ich bin auch im Knast drin, ich bin der entspannt. Achso, ja, dann komm mal rüber zu uns, wir werden jetzt gleich rausgeholt, Digga. Ich schick dir Standort. Alles klar. Bis gleich. Danke. Ich hab schon Standort geschickt, falls einer von denen ist. Ja, ich sehe sie da hinten schon rennen, Bruder. Ah, okay. Der ist safe tot, warum springt er da runter? Nee, ich heiße Simon. Also Simon, okay, alles klar, ja? Gut. Timo. Ich bin 187. Jo. Oje, sogar Schutzwesten im Knast, Alter. Mir geht's ja besser als draußen. Tja. Da hat man ja alles hier. Fehlt nur noch der Kaviar, den habe ich nur draußen, leider, ja? Ja, und die Knarren, Alter. Und die Knarren. Ey, warte mal, wer von euch hat die Knarre gehabt? Gib die mal Sonny. Skid Brothers.
Was kostet so eine Kiste 50, Digga? Was kostet die Scheiße? Sind das eure 8000. 8000. Das ist perfekt, Jungs. Dann macht ihr sozusagen ja auch noch Ablenkung. Welches Geld bekommen? Ja, das da vorne. Na dann, let's go, Jungs. Sonny? Ja, bra. Nochmal an, wenn es geklappt hat, wa? Ja, Bruder, wir haben jetzt Heli. Wo bist du? Okay, Digga, ich bin. Ich schicke dir Standort, okay? Ich habe Danny aber auch schon geschickt. Ich schicke dir jetzt, okay? Knarre hier im Knast, Alter. Das soll mal einer nachmachen, ja. Nur als Info, ich habe auch jetzt eine Kaliber 50er Pistole im Knast, ja? Kein Problem, Digga. So, Sonny, Sonny, ich flieg jetzt genau zu da, und, der Standort, ja, genau, genau da sind wir, Digga. Macht euch bereit, macht euch bereit, wir sind... Ja, lass mir halt jetzt zur Seite stellen, dass die hier gerade landen wollen. Okay, 30 Sekunden, Jungs, ey. 30 Sekunden landen, die macht euch bereit. Ja, zuerst Sonny, Opa und... 10 Sekunden. Also erstmal die drei Häftlinge. 10 Sekunden, die sind 10 Sekunden schon da, Digga. Jetzt macht euch bereit, macht euch bereit. Erstmal die drei Häftlinge gehen rein, ja? Ihr müsst zwei, dreimal fliegen, ne? Ja. Wisst ihr das? Jungs, zwei, dreimal müsst ihr. Denkt dran, wir haben hier mehrere. Entspann dich erstmal, okay. Du und Marcel rein. Okay, oh, ich höre euch. Okay, let's go, bis gleich, wa? Ich hab draußen eine G-Klasse, ne? Lass dann die Leute umladen und du fliegst gleich wieder rein. Rein, Marcel. Heide. Vorne. Ich bin nicht drin, am Neck. Ey! Warte. Vorne. Okay. Go! Was ist denn? Auf geht's. Lamo, bist du da am Telefon? Okay, Bruder, fahr mal vom SG Richtung. Lass dich hier auf Berg einfach raus, direkt rechts. Hol die anderen gleich. Da bist du mit G-Klasse. Okay. Bleib stehen, wir bringen den. Hol die anderen bitte, danke, ja? Wir holen alle. Korrekt. Wir haben so Missionen gemacht, Samuel und ich. Bruder, du weißt Bescheid, Digga. Woo! Flieg los. Rein hier, mein Bruder. Jawohl! Danke. So einfach funktioniert das, Digga. So ein Ding ist das. Wo wollt ihr hin? Hä? Mir egal, Bruder. Wichtig ist, dass alle raus sind, alle Brüder und Schwestern, weil das sind. Wie viele haben wir noch da drin, ne? Wie viele Leute? Ich glaube, die müssen noch zweimal fliegen, ja? Lass dich einfach. Dann bringe ich euch irgendwo verstecken, ja? Genau, irgendwo, Digga, auch. Auch wenn du uns hier rauslässt, ist nicht schlimm, ja? Nee, irgendwo weg, Alter, weg von hier. Warte mal. Ich hab gute Idee, ja? So ein Motherfucking Ding. Ich hab einen Platz, hab ich. Bin da. So ein Motherfucking Ding ist das. Rein, Opa, los hier. Jawohl, Jungs. So einfach ist das, Digga. So funktioniert das. Hallo. Hallo. Aha. So ein Ding ist das, Jungs. So läuft das heutzutage, Montana-Style. So läuft das, Digga. Ja, keiner hat's gesehen, Alter. So ein Ding ist das. So ein motherfucking Ding ist das, Digga. Jo, jetzt gehen wir schön zur Kurve, hä? Hab ich gehört? Puff, Digga, du weißt. Merkt euch einfach mal. Alter, Timmel. Ja. Okay, Mission erfolgreich, ja. Sind alle Bratans und Sisters draußen, Digga? Ja, zwei müssen noch. Alle aber draußen, die sind auf dem Weg. Alle draußen, Digga, jawohl, Jungs. Kann nicht umziehen, ja. S und M, ne? Schmeißt eure Handys weg jetzt, ne? Ah, Handys weg, Jungs. Ey. Habt ihr Handys? Ja. Ja. Von mir wissen sie es ja nicht. Flugmodus, keine Ahnung, schmeiß dann weg. Dann bin ich erstmal nicht pack erreichbar, Auto. Okay, jetzt? Dass ihr Bescheid wisst. Bruder, warte, dein Treffpunkt, du weißt, Bruder, welche. Ja, ich glaube, ich weiß, wo, ne? Rein. Also... Bruder, Yakuza-Tank einfach, scheiß drauf. Komm, mein Verdammt. So, ich hab das Handy auf. Sollen wir da hin oder was direkt? Ich rufe einfach Fred an. Ich muss dich ganz kurz missbrauchen für kurzen Anruf, ja? Ich liebe dich, ja? Tschüss, ciao. Digga, Mission complete, Alter. So ein Alter, mit so einer Karre aus, also abgeholt zu werden, hat schon Style, Alter. Oh, ich würde mir auch gerne noch eine Knarre kaufen, nicht deswegen gleich verfolgen. Ja, und wenn, Digga? Und mal kurz Geld einzahlen, boah, ich hab zu viel Bargeld davon. Alter, guck mal, wie viel die wollen, Prolita, ja, Alter. Egal. Ich kann auch tanken, Digga, lass mich tanken, ich tanke. Genug dabei. Okay. Boah, der Handys hab ich bei mir, ja. Vergiss das nicht. Wie sieht's mit dir mit Weste aus, Sonny? Hast du noch Full? Ich hab Full, ja. Ja, dann muss ich gleich anmachen, ja? Auto ist Warte. Full. Oder Sonny, gib mir einen Schlüssel, Alter, dann. Ja, komm. Brauchen wir die Scheiße nicht machen. Keine Sorge, bei mir ist gut aufgehoben. Alles gut. Ja. Alles cool. Voll geil, das Auto, glaub mir. Ich weiß. Danke, Bruder. Bitte. Kein geileres Auto. Ich will aber kein geilerer Viersitzer. Aber schaut euch das Niro. Elegante Design an, Alter. Hier hätte er tank gar nicht getankt, die Karre. Ihr habt falsches Doch? Getankt, ne? Hä? Ihr habt bestimmt die falsche Karre getankt, ja. Ihr habt die falsche Karre Nein. getankt, ja. Doch, du hast bei jemand anderen getankt, glaubt mir. Hä? 16 das Liter, ist, Alter. Ja, du hast dem anderen jetzt tanken gegeben, der da stand. Laber nicht. Doch, Digga, oh mein Mama, Gott, wir haben 16 Liter. Oh. Tanken, Digga. Wir wollen ja ein bisschen hier, ne? Normal, wir packen es nicht. In weiter. Bewegung bleiben. Wo bist du? Wir sind der Yakuza-Tanke, Digga. Jairo rausgeholt, Medic rausgelassen, Helikopter weggepackt, Digga, Mission complete, Digga. Du bist... Ich küsse dein Auge. Mission accomplished, Digga. Wir warten. Geiler Lambo, Marcel, ja? Das ist Papa. Jo, der kommt. Lass mal chillen ein bisschen. Undercover-mäßig. Korrekt, Digga. Ja, wir warten mal kurz auf Zamudi. Der müsste jeden Moment da sein, ja? Also wenn du es da bei dem Park hast und wenn du es da jemand erwischt, Alter, dann Halleluja. Dann haben die wirklich hier irgendwie uns eine Wanze eingepflanzt, Junge. Ich schwöre. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie die Handys orten können, weil wenn die im Kofferraum sind. Da, ey, hier, warte. Ah. Vielleicht da ist er, Makler, da ist er. Bruder. Oh, Bruder, du bist auch alles gut, ja? Alles gut. Ey, Zamudi, komm her. Oh. Warum soll ich hier, ne? Bleib stehen. Na, hör auf. Nein, warte doch mal kurz. Gecheckt. Waffe. Ich hab, ich schwör, Dings. Ich schwöre, du gibst mir Waffe. Sag, ich schwöre, ich geb dir Munition. Okay, Munition, schwör.
Digga, was machst du? Ich will kein Geld von dir, Junge. Was denn, Mutti? Mach nochmal auf. Bruder, du kriegst alles zurück, ne, was du mir jetzt gibst, Digga, wenn es ist das, wenn, was ich erwarte. Samuli, so ging's mir auch, Bruder. Komm her jetzt. Scheiß doch drauf, Digga. Jetzt scheiß drauf, Bruder, Digga. Du bist mein Bruder, hör ja, auf, und Digga, scheiß Digga. Drauf, Digga. Dann nimm nur 100. Junge, ich hab dich okay, dann, okay, dann nehmen. Nein, nicht deswegen, Digga. Ich mein wegen den Waffen, du Depp. Ach so. Aber das hab ich auch immer so gegeben. Ja, nein, Digga. Bruder, Junge, du gibst mir was. Ist doch scheißegal, dann nimm halt nur 100 oder so. Jetzt mach, guck Digga. Guck mal, warum hab ich dir damals kein Geld gegeben für die Sache? Bruder, Digga, nimm einfach. Mach einfach jetzt. Nimm wenigstens 100, Digga. Nein, Bruder, nix. Digga, hallo, ich hab mehr wie du. Nimm einfach, du brauchst das Geld, nicht ich. Nein. Nimm einfach das Geld, Digga. Mach einfach. Nicht, Digga, der wird niemals Geld von nimm, doch, macht er, Digga. Bruder, ich kann... Dann nur 100, ist doch scheißegal. Du wirst ihm schon noch Geld geben können, glaub mir, vertrau mir. Tony, Bruder, irgendwann wird er stehen, Digga, ganz entspannt. Dann nimm nur 100, okay? Nein, Bruder. Digga, guck mal, du gibst mir was. Du kannst auch der Kirche spenden. Was geht schon? Das war nur ein kleiner Spaß, Mann. Wann reden wir? Ey, endlich ist schön, dich mal wieder zu sehen, ja? Ey, Bruder, hast du mal wie geht's dir? Alter, boah. Ich weiß, ich hab viel zu erklären, aber ist alles gut. Ich hab mich ja nebenher auch um ein paar Sachen gekümmert. Boah, Mann. Das ist schön. Shit. Das ist schön. Warte, die heitere Umarmung geht wieder los. Ey, könnt ihr mal zurück vor uns zurückfahren hier im Blitz? Ja. Tony, ja, aber ich hab euch. Ja? Geile Aktion. Bullen. Bullen. Einsteigen. Alle Freunde. Moment. Bullen. Bullen. Schon mal, wir sind alle Knassis sind hier drin. Fahr schnell weg. Gib Gummi. Ja, woher? Wie zur Hölle? Wie? Vor allem den voll besetzt, ne? Vier Mann. Ich schwör. Jetzt mal ehrlich, Alter, mal Real Talk, so hat einer von euch gerade... Keiner von euch hat ein Handy. Doch, Dings hat ein Handy, ne, mit dem Lambo. Oh. Alter. Er hat doch die ganze Zeit telefoniert, Digga. Ja, dann, richtig Alter, Minus. Das ist halt... Sorry, aber das ist halt nicht cool, so. Wir haben es halt gesagt, so, weißt du. Ich will jetzt halt nicht so sagen, dass das dumm ist. Ja, aber. Digga, das ist dumm. Das ist, kannst du richtig sagen, das ist absolut Holzkopf. Ja. Also ich kenne wie gesagt ein Parkhaus, Alter, wenn die uns da finden, dann RIP, Alter, dann haben wir wirklich irgendwas am Arsch stehen, Mann. Ja, dann erstmal kurz weg, Digga. Ja, erstmal weg hier, Alter, was soll das? Eigentlich müssten wir uns echt auf den Mount Chiliad stellen, wenn die da auf einmal kommen, Alter, Ende. Ist so, ich schwör's, sag's euch, Alter, Mount Chiliad ein bisschen runter, quatschen, Alter. Und einfach gucken, wie die hochfahren, Digga, ohne Scheiß. Alter, mein Herz gerade, Digga. Digga, ohne Witz. Ich wollte dir gerade sagen, Sony, steig lieber ein, Digga. Ja, Mann. Weil du hast Knastklamotten, Digga. So, jetzt gib mir mal einen Plan, wo fahren wir hin, Jungs? Norden oder was? Vielleicht kriegst du extra noch, ne? Weil Flucht und so. Die haben die mich erkannt, Digga? Ja, wenn die Zählung machen, dann... Wenn die Zählung machen, auf jeden Fall, dann kriegst du Zählung? Extra. Was heißt Zählung? Zählung heißt, dass die alle Gefangenen beisammen durchzählen. Ja. Wird nicht passieren, im Knast ist dafür zu wenig los und in 17 Monaten wird das nicht mehr passieren. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, Digga. Boah, Digga, aber machen die trotzdem, ne? Vor allem bei deinem Namen, Digga. So, wir können entweder, wir warten jetzt erstmal, wir fahren rum, bis mindestens deine Zeit rum ist, ne? Und wenn du dann keine extra Zeit bekommen hast, dann easy. Samudi ruft an, Alter, warte mal, Alter. Gleiche Orten, die mich... Ey, was geht, Bruder, was geht? Ja, alles gut, Digga, bis jetzt alles cool. Ich hab die Jungs, wir sind noch fresh, free. Aber ich glaube, wir sollten nicht telefonieren, ja? Nee, ich kann nicht, wir sind weit weg. Digga, ich kann das nicht riskieren. 15 Minuten muss uns geben, dann treffen wir uns wieder. 15 Minuten, ja? Okay, bis dann, Bruder. Was? Richtung Nord? Digga, wir sind jetzt gerade Paletto, ne? Also Sandy Shores, meine ich. Also fahren die nie in unsere Richtung, oder was? Das ist doch Quatsch, Alter. Wenn ich pack dein Handy auch mal weg. Ja, ich sag, 15 Minuten brauche ich noch Zeit. Jetzt treffen, sagen wir lieber nicht. Ja, bis, ich kann nicht, Digga, ich kann jetzt hier so nicht sagen, Bruder. Schlecht. Das ist heftig, dass man jetzt schon hier so überlegen muss, Alter. Schlecht, Bruder. Vertrau mir einfach. Gib mir 15 Minuten, ja? Ja, 15 fucking Minuten, Digga. Wo bist du? Ja, Bruder, du musst da weg. Fahr mal Highway, Ach, scheiße, Mann. Das fuckt mich ab, ne? Burrito-Händler, ja? Burrito-Händler, beeil dich, ja? Heide. Ey, Bruder, pack dein Handy lieber auch mal weg, Alter. Und wenn die uns dann finden, haben wir wirklich einen Grund, paranoid zu werden. Ja, aber dann haben die uns jetzt abgehört, Digga. Alter. Boah, Alter. Zu heftig, Digga. Digga, was ist denn hier los, Digga? Bullen übernehmen, Digga. Es wird Zeit, wieder Digga, die Macht an uns zu reißen. Das weiß er ausstürmig. Wir haben da einen guten Plan. Ich hab auch wir einen. Wir machen jetzt einen auf Undercover hier, Alter. Wir müssen das jetzt checken, Digga. Ich schwöre, wenn die jetzt kommen, ja? Digga, dann dreh ich ab. Ey. Na gut, aber woher wollen sie jetzt seinen Namen? Das wäre halt schon ein bisschen krass so, Alter. Salam alaikum. Alaikum salam, was geht? Alaikum salam. Oh, jawohl. Guck, das ist deine Karre gewesen, oder? Jairo auch am Start. Guck mal, wie das Ding aussieht jetzt, Digga. Ja, euer Arsch. Inshallah. Pack dein verficktes Handy und Funkgerät in den Kofferraum, Bruder. Ist, Bruder, schon lange. Okay. Funkgerät auch? Beschützen. Alles, Bruder, mach am besten alles nicht, elektronische. Digga. Bruder, ich trau denen alles zu. Okay, der hat recht, Digga. Elektronik ist der Teufel, ja? Jungs, ich hab meins auch noch an mir, ne? Mach weg!
Gyro, die wissen, oder? Nein, Gyro wissen alles nicht, wissen Gyro, der Start ist heiß im Moment, der Start ist heiß. Ihr müsst mir sowieso gleich einiges erklären. Soll ich das wegpacken jetzt? Gyro, ich war in Hubs, ja? Wegen nichts. Ja, ich weiß, Mann. Soll ich das wegpacken? Pack das lieber weg, Gyro. Mach alle elektronischen Geräte weg. Ich ruf ihn jetzt an. Warte mal, muss einfach nur das Handy im Kofferraum oder ja, was? Ja, ja. Auch Funk, okay. Alles. Warte, ich nehme die ganzen Handys hier raus. Bei mir in der Tasche. Samudi? Packt alles rein, da jetzt. Jetzt sollten wir direkt Standort wechseln. Ich bin ein Mann von Ehre. Jo, wir fahren jetzt mal. Kommt mit. Ich überlege gerade, wollt ihr chillen, Digga? Also, ja, einfach entspannt. Die werden höchstwahrscheinlich Würfelpark rumfahren, Standard und hundertprozentig dein Anwesen, also 1-7 Anwesen und Brigada-Base, Bruder. Jungs, keine Sorge, Gott ist mit euch. Gott ist mit euch. Allah sowieso. Lasst uns hier irgendwo gemütlich treffen, aber ich habe noch 6 Monate, ja?